Als Köchin fängt man natürlich erst der Respekt vor Lebensmitteln ein, Respekt vor Zuchttieren, der immer gern vergessen wird. Nicht der Respekt vor Fifi, der irgendwie einen Wintermantel kriegt, nämlich wie halte ich Tiere, was essen die, wie wachsen die auf, wie transportiere ich sie, wie lagere ich sie und so weiter. Und das bringt mich auf die Idee, dass Respekt etwas ist, was die ganze Welt betrifft, jeden. Das, was ich nicht kenne, davor sollte ich Respekt haben. Das, was mir ähnlich ist, davor habe ich sowieso Respekt. Denn ich denke, dass ich der Mittelpunkt der Welt bin, aber so ist es nicht. Respekt habe ich vor dem, das ich nicht kenne. Da fängt Respekt an. Und im besten Fall gebe ich den Respekt und die anderen im besten Fall verdienen sich ihn dann. Wir leben in einer Männergesellschaft und da ist es wurscht, ob du jetzt Friseur bist, Koch, Köchin oder ja, Vorsitzender eines großen Unternehmens. Es ist noch immer so, dass wir zwar im Vergleich zu anderen Ländern mit der Emanzipation ziemlich weit gekommen sind, aber eine Gleichberechtigung haben wir hier schon lange nicht. Der Weg war hart, aber nicht, weil ich eine Frau bin, sondern weil mein Weg sowieso hart ist. War. Das hat aber, glaube ich, weniger mit der Frauenrolle zu tun, als einfach, wie du aufgewachsen bist, in was für einem Umfeld du aufgewachsen bist, was du für Erfahrungen gemacht hast. Ich war eben nie der mit dem Strom Schwimmer. Ich war kein wohlerzogenes, adrettes, sauberes Mädchen, das immer pünktlich in die Schule gegangen ist und Hausaufgaben gemacht hat. Ich mag es zu denken, dass alte Menschen eine Lebensweisheit haben und eine Erfahrung, von der ich profitieren könnte. Und selbst wenn ich nicht mit ihnen persönlich spreche, gebe ich ihnen den Respekt, dass es so sein könnte oder so ist. Allerdings ist es dann so, dass viele natürlich diesen Respekt doch sehr schnell zerstören, dadurch, dass sie sich unmöglich anderen Menschen gegenüber verhalten, einen Egoismus an den Tag legen, den ich nicht angebracht finde. Also, das mit dem Respekt ist so eine Sache, aber ich glaube, der Respekt ist der Kitt unserer Gesellschaft. Es sollte der Kitt sein. Es sollte etwas sein, was jeder automatisch vor jemand anderen hat. Erstmal. Es ist sozusagen, ich gebe dir etwas vor, was du, von dem ich annehme, du hast es verdient. Und du zeigst mir, ja, ich hab's verdient. Es gebührt mir. Und umgekehrt ist es auch so. Du gehst mir gegenüber, du kommst von einer ganz anderen Seite, du bist ein völlig anderer Mensch, du hast einen anderen Stil, ein anderes Alter, ein anderes Leben, du wählst die andere Partei, du würdest nie diese grauenhaften Plastikschuhe selber anziehen oder diese Goldkettchen tragen, aber du siehst den Menschen dahinter und sagst dir, ja, der hat also auch sein Leben, seine Fremdheit, genauso wie du. Auf dieser Ebene sich zu begegnen und sagen, ja, wir sind beide voller Fehler, voller Makel und beide fremd, aber wir respektieren uns als Menschen einfach, so dumm es klingt. Und nicht nur die Menschen, sondern auch eben alles andere, was um uns ist. Zum Beispiel die Nutztiere.